Ladies and Gentlemen, and herzlich willkommen, Jule am Start. Willkommen zu einem neuen Tank Showcase zum Skoda T56. Ein Panzer, den es ja vor kurzem erst im Shop gab. Für einen sehr horrenden Preis. Ich glaube, irgendwas um die 45 Euro waren es, oder 44 Euro, glaube ich. Meine ich gesehen zu haben. Kam ja mit diesen tschechoslowakischen Paketen mit in den Shop rein. Gab es, glaube ich, auch den Skoda irgendwas T27, glaube ich, gab es da auch. Deswegen bietet sich das gerade an, diesen Tank vorzustellen, und auch weil wir den gerade on-stream gedreimarkt haben, ja, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Skoda T56 wahrscheinlich neben dem BZ176 mit der fairste und gebalanceste 8er, / 9er Panzer auf Stufe 8. Das ist komplett krank, die Mühle. Wobei ich sagen muss, also er ist schon sehr geil, aber wenn man ihn selber spielt, ist es teilweise auch ein bisschen Krebs. Aber wenn die Gun einmal nicht rollt, dann ist dieser Tank schon ziemlich geil. Also, weil ihr habt halt 920 Alpha-Schaden im Clip auf Stufe 8 und den kloppt ihr innerhalb von 3,5 Sekunden raus. Das ist schon sehr mächtig. Also damit nehmt ihr eigentlich so ziemlich jeden 6er, 7er Panzer raus und jeden 8er Panzer schießt ihr damit auf One-Shot runter. Was halt komplett crazy ist. Also der Damage-Output von diesem Ding, der ist noch besser als wie beim 9er. Der 9er hat 440 Alpha im Clip. Also der 9er Tech-Tree-Panzer hat weniger Alpha-Schaden im Clip als der 8er Premium. Das ist irgendwie auch ein Meme, wenn man mal so drüber nachdenkt. Irgendwas ist da auch nicht ganz. Ich glaube, irgendwer hat da die Zahlen falsch hingeschrieben. Ich weiß es auch nicht. Der Praktikant hat scheinbar, weiß nicht, eine 0 zu viel dran gehangen oder keine Ahnung. Irgendwie die 6 mit der 2 vertauscht oder sowas. Aber naja, gut. Sei es drum. Vielleicht war der auch als 9er geplant und der Azubi hat dann eine 8er vorgeschrieben. Who knows? Vielleicht soll es auch üblicherweise mal 9er Premium werden. Hupsala, auf einmal ist er auf Stufe 8. Naja. Sei es drum. Jetzt ist er im Game schon eine ganze Weile, glaube ich sogar. Kam ja mit den Kisten ins Spiel. Was kann der Tank? Ich habe es ja schon gesagt. 460 Alpha-Schaden. Das wäre an sich schon ein ziemlich mächtiger Alpha-Schaden. So generell auch so als Single-Shooter. Aber der Tank hatte mal eben einen Autoloader mit 2 Schuss im Clip. Das heißt, ihr habt 460 mal 2. Das macht so was. Nach Adam Riese macht das 920 Alpha-Schaden, die ihr innerhalb von 3,5 Sekunden rausknödelt. Also das zwiebelt schon ordentlich. Wodurch der Tank so ein bisschen gebalanced wird, ist dieses, ja, schon eher spezielle Gunhandling, sage ich es mal. Wobei ich den Tank ein bisschen anders fahre. Wir werden da gleich noch auf das Setup und auf die Field Mods dazu kommen. Also ich fahre den, also man könnte das rein theoretisch auch noch boosten. Ich fahre den jetzt so, wie ich den gemarkt habe und so wie ich ihn fahre, fahre ich den mit 0,39. Das fühlt sich für mich okay an. Ich habe auch schon viele andere Setups probiert. Ich habe es auch schon mit einer Zielführung probiert. Das hat für mich alles nicht so den Benefit gegeben, als dass ich sage, okay, ich fahre den jetzt mit einer Zielführung. Also ich habe bei dem Tank echt viel ausprobiert und bin jetzt auf den Entschluss gekommen, dass es so für mich am besten funktioniert. Das muss natürlich für euch nicht funktionieren, aber ich fahre den halt so und für mich fühlt er sich so am besten an. So wie ich ihn fahre, fahre ich ihn auch mit 2,5 Sekunden Zielerfassung. Das wird auch noch ein wichtiger Punkt sein. Komme ich dann noch drauf zu sprechen. Der Tank hat eine DPM von 2100, was für den Alpha-Schaden eine ziemliche Frechheit ist. Also 2100 dpm bei 920 Alpha-Schaden im Clip auf Stufe 8. Ja, ist schon fair. Also ihr ladet knapp 20 Sekunden für den kompletten Clip nach. Das ist schon, es ist schon eine sehr gute dpm, wenn man es mal in Relation zum Alpha-Schaden sieht. Ist das schon sehr mächtig. Also die Kombination aus der Feuerkraft ist schon sehr fair. Habt übrigens auch 8k Gandhi-Passion. Was ich auch noch nicht gesagt habe, der Panzer hat eine sehr gute Turmpanzerung. Also hier rechts und links neben der Gunblende könnt ihr gepennt werden, wenn der Gegner genug Heatpen hat. Da schießt aber in der Regel eigentlich fast nie jemand hin. Meistens wird euch in den Cupola gelötet. Den kann man auch ziemlich einfach treffen. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr den versteckt. Ansonsten habt ihr eine sehr gute Turmpanzerung. Wandpanzerung ist, wenn ihr zumindest die Gunpanzerung, die Gun Depression voll einsetzt, ist die Wandpanzerung auch sehr gut, aber wenn ihr so auf Plain Field steht, also auf ebener Fläche,
kann euch in die Oberwanne eigentlich und Unterwanne sowieso jeder mit Premium-Munition durchholzen. Das, dem muss euch bewusst sein. Panzer kann auch sehr gut sidescrapen. Ihr seht auch hier die Wanne, die ist so ein bisschen angeschrägt an der Seite. Also der Tank kann sehr gut sidescrapen, das funktioniert schon ganz gut. Am besten natürlich von links nach rechts, also linke links ist die Wand, rechts ist der der freie Raum, wo ihr reinschießen wollt, weil ihr dann euren Coppola verstecken könnt. Das wäre natürlich am optimalsten, weil ihr dann sehr, sehr wenig von euren Weak Spots zeigt. Und die Oberwanne ist hier vorne auch nochmal, die läuft ja auch nochmal so zu. Also es ist schon, der Tank kann schon sehr gut sidescrapen, das muss man sagen. Fairerweise. Der Tank kann ja noch nicht, hat ja noch nicht genug Stärken. Er kann auch sehr gut sidescrapen. Ihr habt auch 1700 HP, also Standard 8er HP. Ja, so ziemlich jeder 8er Panzer eigentlich mit der Härtung. Kommt eigentlich so ziemlich fast jeder auf 1700 HP. Also nichts Besonderes, nicht schlecht, nicht übelst krass. Das ist Standard. Mobilität jetzt mit dem erbeuteten Turbolader komme ich jetzt auf 40 km/h. Das ist okay, um mitzuschwimmen. Die erreicht ja auch der Panzer, also ohne Probleme. Es ist halt in sehr schnellen Games könnte es halt ein Problem werden, weil er nicht so wirklich hinterherkommt, aber es reicht halt eigentlich aus, um mit dem, ich sag mal, mit dem Jodelstrom mitzuschwimmen. Aber schnell ist der Panzer auch nicht, muss man sagen. Es ist jetzt kein VZ-55, der hier mit 60 km/h durch die Gegend ballert. Was ich tatsächlich auch ganz geiler finden würde, wenn es auch mal so ein Medium Heavy auf Stufe 8 als Premium geben würde, weil den gibt es irgendwie nicht. Oder wenn, dann sind die Panzer eher schlecht. Sowas wie ein WZ-111 zum Beispiel ist halt, ich glaube, das ist so eine Art Push Heavy, aber ja, der ist halt schnell und das war es dann halt auch, was der Panzer kann. Ich hätte es bei dem vielleicht auch mehr gefeiert, wenn die den Alpha-Schaden von statt 460, keine Ahnung, geben die dem irgendeinen Alpha-Schaden von, was weiß ich. Der 9er hat 440, dann gibst du dem 8er 390 wie beim 703 oder 360 ein bisschen weniger vielleicht, weil er dann halt eher schnell, weil er dann eher schneller ist und machst den Tank halt dafür nicht so langsam, sondern eher schnell. Also so eine Art Push-Heavy. Gibst dem vielleicht noch mal ein bisschen weniger Wandpanzerung, machst den ein bisschen schneller, gibst den deutlich weniger Alpha-Schaden, also vielleicht 100 Alpha-Schaden weniger im Clip. Also pro Schuss im Clip, da sind wir dann bei 360, sind wir dann bei 720 Alpha-Schaden. Das ist immer noch sau viel, das ist ja wie beim Borat, aber war es dann zumindest so eine Art Push-Heavy, das hätte ich cooler gefunden, weil es das halt so auf der Stufe noch nicht gibt, anstatt jetzt den nächsten Heavy mit so einem fetten Alpha-Schaden, der sich halt innerhalb von 3,5 Sekunden mal eben komplett aus dem Leben bumst und halt situativ komplett broken ist und ein bisschen OP auch. Das wäre vielleicht besser gewesen, aber naja gut, bin ich Wargaming. Ja, Tarnwert brauchen wir nicht drauf eingehen. Sichtweite ist okay mit 430 Meter Sichtweite. Ich habe jetzt hier nur die Ration drin und halt die Sichtweiten-Skills. Also Sichtweite ist in Ordnung, ist jetzt nicht krass, aber es ist auch ein Heavy, also braucht ihr jetzt auch nicht zu viel erwarten. Sichtweite ist in Ordnung, aber auch nicht wirklich gut. Ausreichend, würde ich sagen. Ja, Setup. Ich fahre den Tank mit HP Turbo, also Härtung, Turbo und Stabi. Das funktioniert für mich ganz gut. Das ist auch so mein Hauptsetup, was ich eigentlich in der Regel immer benutze. Außer auf ganz, ganz kleinen Karten. Wie Himmelsdorf oder sowas, dann benutze ich auch mal eine Lüftung. Anstatt dem Turbo. Aber ansonsten benutze ich eigentlich immer den Turbo, weil der Tank braucht den Turbo auf jeden Fall, weil mit 35 km/h wollt ihr wirklich nicht durch die Gegend tuckern. Selbst auf so Karten wie Ensk benutze ich teilweise sogar noch einen Turbo, einfach um halt hinterher zu kommen, weil gerade auch auf Ensk, da ist teilweise immer so das absolute Gejodel. Da sind die Games teilweise auch nicht so wirklich lange. Auf Himmelsdorf kann man es tatsächlich ganz gut machen mit einer Lüftung, aber die nehme ich tatsächlich sehr selten. Also mein Hauptsetup ist eigentlich immer das mit dem Turbolader. Einfach um hinterher zu kommen und den Stabi halt für die Stabilisierung logischerweise. Der Panzer hat auch gar nicht mal so schlechte Softstats. Ich glaube, der hat 0,15. Also es ist für das Kaliber eigentlich schon ziemlich fair, muss man sagen. Mit einem Stabi könnt ihr das Ganze natürlich nochmal gut boosten. Oder er kommt auf 0,15 und hat 0,2. Ich so genau weiß ich das gerade gar nicht mehr. Aber die Softsets sind nicht so schlecht. Also der Panzer, also der Zielkreis beim Fahren blumt auch nicht so krass auf.
Was für den Alpha-Schaden sehr fair ist, muss man sagen. Crew-Skills, Waffenbrüder, Reparatur sollten auf jeden Fall am Start sein. Dann die Gun-Handling-Skills. Ich würde vielleicht sogar... wie könnte man es machen? Ich würde vielleicht sogar erst als erstes Reparatur nehmen, dann die Gun-Handling-Skills und dann Waffenbrüder. Einfach weil der Waffenbrüder-Skill ja mittlerweile mit dem ersten Prozent zählt. Das ist ja nicht mehr so wie früher, wo du zu 100% durchforschen musstest und dann gilt das erst. Also könnt wahrscheinlich sogar erst Reparatur-Skillen, einfach weil es beim Heavy extrem wichtig ist, dann die Gun-Handling-Skills und dann Waffenbrüder. Weil die ersten zwei Skills gehen eigentlich relativ schnell. So viel zur Crew. Dann den Rest könnt ihr euch, ist dann Schmuck am Nachthemd, könnt ihr euch selber überlegen. Ist bei dem Heavy dann eher irrelevant. Sichtweiten-Skills sollten klar sein, aber meistens kommt dann nur noch Zeug, was man eigentlich nicht braucht, aber halt ist halt nice to have. Field Mods. Beim ersten gehe ich auf Robustheit des Fahrwerks. Mache ich bei jedem Heavy eigentlich so. Um einfach noch mehr Track-HP zu haben, um sich im Zweifel noch mal einen Schuss mehr in den Ketten zu fangen. Plus man kriegt auch ein bisschen mehr Wendegeschwindigkeit auf die Wanne. Also man dreht auch ein bisschen schneller. Beim zweiten, untypischerweise, ich habe es ja schon gesagt vorhin, ich fahre den mit Zielerfassung anstatt mit Durchmesser vom Zielkreis. Also ich fahre den mit einer ungenaueren Kanone. Einfach weil ich die, wenn ich den mit... Ich bin den sehr lange auch mit dieser Genauigkeits-Field-Mod gefahren. Sogar einen Tag, bevor ich den Tank gedreimarkt habe, bin ich den noch so gefahren. Ich habe das dann mal umgeändert, weil ich den auf meinen 10er genauso fahre, also ohne diese Genauigkeits-Mod, sondern mit der Zielerfassung. Und es fühlt sich irgendwie besser an und ich merke auch irgendwie nicht so wirklich, dass der Tank wirklich ungenauer ist oder irgendwie schlechter performt. Ob ich jetzt 0,39 Genauigkeit habe oder 0,37, sind wir mal ehrlich, es ist beides scheiße. Also der Tank trifft genauso wenig wie vorher, gefühlt. Macht es für mich keinen Unterschied und ich habe es dann lieber, wenn ich bei so einer Schrotflinte dann lieber schneller einziele, mich kürzer exposen muss und schneller meinen Clip rausdrücken kann, als wie, dass ich den jetzt noch knapp 3 Sekunden stehen bleiben muss und erstmal einaimen muss. Und dann ist das Frustpotenzial halt, wenn du dann nicht triffst, noch höher, weil du dann halt dich die ganze Zeit zeigen musstest, stehen bleibst, du bleibst stehen, du aimst und dann geht der Schuss daneben. Dann lieber nochmal die besseren Softsets mitnehmen, mit der besseren Zielerfassung. Fühlt sich für mich einfach angenehmer an. Kann natürlich jeder anders spielen, wie er das für richtig hält, aber für mich lief das so am besten. Ich fahre auch meinen 9er und meinen 10er genauso. Untypischerweise, weil normalerweise bin ich eigentlich so ein Genauigkeitsfetischist, aber bei dem Tanks fällt mir das irgendwie nicht negativ auf. Ich weiß nicht, also liegt wahrscheinlich daran, dass die allgemeine schlechte Genauigkeit haben. Deswegen, ja, spiele ich die so. Und bei der letzten Field Mods habe ich dann statt der Betäubungsdauer die Sichtweite. Einfach um die nochmal ein bisschen zu boosten, damit man noch ein bisschen besser für sich selber spotten kann. Weil wenn man hier die Betäubungsdauer nimmt, dann ist der Panzer wirklich saublind. Also ihr habt den knapp über 400 Meter Sichtweite, also 404 Meter Sichtweite. Das ist schon wirklich blind, das wollt ihr nicht so wirklich. Zumal ihr auch eher ja schon ein bisschen durch die Kante fahrt und dann komplett blind zu sein, ist auch nicht so geil. Also ihr seid jetzt auch nicht artig Target Number One, weil ihr seid eigentlich jetzt auch nicht das übelste Haldown-Vieh, weil, wie gesagt, ihr habt jetzt nicht die Überpanzerung. Ihr habt zwar ein bisschen Turmpanzerung, aber ihr wollt eigentlich so ein bisschen sneaky-peaky-like um die Ecke kommen, euren Clip rausdrücken und dann nachladen und dann wieder 5 Euro in die Waagschale werfen und dann geht's weiter mit dem nächsten Clip und dann wieder nachladen und dann wollt ihr euch eigentlich immer safe stellen. Geht natürlich nicht auf jeder Karte, aber das ist so das Spielprinzip, sage ich mal. Ich werde euch dann noch gleich 3 Live-Gameplay-Runden mitbringen, wo ich versuche, das Ganze so gut wie es geht nur zu erklären. Ich würde auch sagen, wir gehen gleich rein und sehen uns im ersten Game. Bis gleich. So, erstes Game. Wir sind auf Gletscher. Reines Achter-Game. Gibt eine Arti. Es gibt nur 2 Heavies, sehe ich gerade. Ein FCM und ein Löwe. Jetzt wird's fair. Ja, wenn der 9er Panzer mal eben knapp gegen so einen halben 7er antretet. Also ein FCM 50 Tonnen, den lacht ihr halt aus. Das ist halt ein schlechter Scherz gegen den Panzer. Traurig, aber wahr.
Genauso wie der Löwe, der hat halt, der drückt euch einmal 390 einfach rein und ihr gebt ihm halt 920 ins Face. Bevor der Löwe überhaupt nachgeladen habt, habt ihr euren Clip auch schon fast wieder nachgeladen, also ja. Es ist schon sehr fair. Ich hatte jetzt auch schon ein Game of Minen. Da war ich glaube ich low tier. Faires 15-0, was nach 2 Minuten vorbei war. Der Norden hat natürlich gewonnen. War aber da WOT in der Nutshell war das wieder. So, der gegnerische Eve90 hat sich auch schon mal weggewastet, sehr gut. Es wäre natürlich ganz cool, wenn ich schon mal crossen könnte. Ich habe 2 TDs als Backup, also kann sein, dass ich jetzt einmal einen Schuss fress. Ich hoffe nicht. Nee. Kann auch sein, dass hier gar keiner hinkommt. Ich meine, es gibt halt nur 2 Heavies, ne? So viel ist das nicht. Ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder dass die beide da stehen. Also es muss nicht mal sein, dass da einer steht. Nö, nee, da ist keiner. Wie gesagt, kann auch sein, dass hier gar keiner ist. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Wäre natürlich geil, wenn der Löwe hier um die Ecke piekt und ich könnte ihm schon mal eine reindrücken. Aber ich glaube... Ah doch, da ist der Löwe. Ich glaube, viel mehr ist hier auch schon fast nicht. Der Saladin fährt da jetzt hoch. Das wird ein bisschen unangenehm, deswegen müssen wir hier jetzt mal pushen. Hallo! Der faire 9er Panzer kommt. Zack! Der Löwe kam, sah und ist One-Shot. Er hat noch 2 HP, seine Runde ist gleich vorbei. Der T103 ist da auch ein bisschen sehr optimistisch, was Positionierung da angeht. Also ich glaube, der Löwe ist auch ein bisschen sauer. Würde mich zumindest nicht wundern. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, ich kann den... Das war jetzt unnötig. Ja, ich gedacht, ich kann seine Seite overmatchen, weil der ziemlich hart am Überwinkeln war, was die Seitenpanzerung anging. Den Schuss wollte ich mir jetzt eigentlich nicht fangen, aber naja, gut. Machst du nix. Also den einen Shot vom T103 hätte ich mir auch sparen können. Der Saladin da oben nervt jetzt halt nur so ein bisschen. Ich würde hier eigentlich gerne Sidescrapen. Der fuckt mich ein bisschen ab da oben. Glücklicherweise ist er nicht der Höchste gewesen. Ich gehe nochmal in Reload. Ich glaube, der T103 will eh wegfahren. Und wenn er wegfahren will, pieke ich mal hier rechts. Es fehlen allerdings noch ein paar TDs, also es kann auch gut sein, dass da einer steht. Ich gehe aber nicht auf. Ich riskiere es jetzt mal hier rumzufahren. Wir können den T103 klippen. Wenn wir keine übelste Lowell haben. Gucken, dass die Lorraine dann nicht auf uns schießen kann. Moin Meister. Moin Tschüss. Und dass wir jetzt erstmal safe stehen vor den ganzen TDs. Heißt, da oben einer rumgammeln sollte. Wäre ganz cool, wenn der Hori und die Lorraine nochmal aufgehen. Vielleicht kann der Arian Arnie da unten oder der Gizo die irgendwie spotten. Ich ping das mal an, vielleicht sieht die irgendwer. Oder der Prototyp. Das wäre sehr knorke. Könnte man die mal weglöten. Vielleicht spottet die der Prototyp gleich. Steht da immer noch. Ich ping das mal an. Wäre ganz nice, wenn der Shitpack die spotten würde. Ah, jetzt müssten sie gleich aufgehen. Jetzt. Kann mich tatsächlich spotten, der scheiß Hori. Naja, das sind halt 0,39 Genauigkeit, wie sie leben und leben, ne? Zweimal voll eingeaimt, zweimal nicht mal den Panzer getroffen.
Ja, die Tank, der Tank ist halt nicht zum Snipen ausgelegt. Ne, er wird halt eigentlich wie gerade in die Fresse fahren. Jetzt lohnt es sich eigentlich auch schon gar nicht mehr da abzudrücken, wenn wir ehrlich sind. Ich würde am besten jetzt mal hier durch die Mitte fahren. Ich will mich jetzt nicht vom Skorpion weglöten lassen. Die Runde ist halt auch schon wieder vorbei. Ich würde ganz gerne noch irgendwie einen Clip machen. Vielleicht auf dem Full AP Streuwagen. Aber ihr seht schon, ne, auf so offenen Karten, die halt auch relativ schnell vonstatten gehen. Das ist nicht so das Metier von diesem Panzer. Gerade snipen wollt ihr nicht. Wie man auch gerade unschwer erkannt hat. So, vielleicht kriegt man noch einen Schuss auf den Streuwagen. Ich hoffe, er wird jetzt nicht komplett weggelötet, aber ich glaube schon. Naja. Too slow. Einen Schuss kriegt man noch. Die Lorraine vielleicht noch einen reinsnippen. Arti. Jawohl. Vielleicht kriegt man sogar noch einen Schuss auf den Skorpion, wenn er uns nicht rausnimmt. Okay, da steht er. Gerade im Baum gefallen. Okay, er wurde leider schon weggelötet. Naja. Machst ja nichts. Trotzdem, wir haben noch einen Blindshot. Müssen so 3000 kombinierter Schaden sein. Also war eine okaye Runde. 4 Kills haben wir gemacht. Aber in so, auf so großen Karten, dann noch so schnelle Runden, das ist nicht so, das will der Panzer nicht. Das mag der Panzer auch nicht. Aber trotzdem, ohne Credit Booster, ohne Clan Booster, wir haben voll Premium gespammt und ich habe trotzdem Plus gemacht. Also das ohne irgendwelche Booster ist schon sehr fair. Also ihr könnt den Tank auch sehr gut Full Premium fahren, wenn ihr das wollt. Ist auf die Premium-Munition bin ich noch gar nicht eingegangen. Ich habe 248 Premium-Pen. Die Munition ist auch im Verhältnis zum Alpha-Schaden ziemlich billig, also 4800. Mal so zum Vergleich, die Borat-Munition mit 360 Alpha kostet, glaube ich, 4400 Credits. Also ihr habt knapp 100 Alpha-Schaden mehr. Und zahlt gerade mal 400 Credits mehr. Das ist schon sehr, sehr fair. Also ihr bezahlt nicht wirklich viel Credits in Relation zum Alpha-Schaden. Das heißt, ihr könnt den halt auch sehr gut Full Premium fahren und macht damit halt immer noch gut Plus. Wenn ihr natürlich mit Standard-Munition spielt, die Standard-Munition ist nicht so mega schlecht. Sie ist auch nicht geil, aber man kann es schon spielen. Dann macht ihr natürlich euch richtig dick die Taschen voll, weil ihr halt für 930 Credits halt 460 Alpha-Schaden bekommt. Und damit macht ihr schon sehr gut Plus. Also die Munition ist schon sehr billig. Was auch ein bisschen frech ist, dass ihr den halt mit entweder Voll-Premium-Spam fahren könnt oder wenn ihr den halt mit Standard-Munition fahrt, macht ihr euch halt auch richtig dick die Taschen voll. Ist natürlich auch noch ein netter Nebeneffekt, was Credit-Squad angeht. Aber naja. Postgame-Sets habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, 2200 Schaden, 4 Kills, 800 Spots sind summa summarum ja, über 3000 kombinierter Schaden, 2 an Damage, 4 Kills gemacht. Und halt ordentlich Credits Plus. Wenn wir jetzt noch Booster angehabt hätten, wären das wahrscheinlich so 60.000, 70.000 gewesen. So, zweites Game. Wir sind auf Ella Loof, reines Achter-Game. Ohne Arti, das ist sehr nice. Da können wir gut in der Heavy-Ecke fighten mit den 8er Gandhi-Pershen. So, auf dieser C1-Position. Die könnt ihr ganz gut spielen, wenn ihr keine Arti habt. Wenn es 2 Artis gäbe, würde ich mich da nicht hinstellen, aber ohne Arti kann man das sehr gut machen. Und könnt den gegnerischen TNHs mal zeigen, wer hier den besseren 8er Chechen Heavy hat. Der Achter, der Tech Tree, die Tech Tree Variante ist halt auch nicht mal ansatzweise so gut. Den sollte man auch eher mit der Einzelschuss fahren, als wie mit der Doppelschusskanone.
Ansonsten, was haben wir sonst noch? So ein Samoa können wir easy pennen. T34 könnte halt auch ein bisschen eklig werden, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der größte Angstgegner. Meistens sitzen da auch eher Leute drin, die es nicht so wirklich verstanden haben. Also kommt nicht so häufig vor, dass man mal einen vernünftigen T34-Spieler sieht. Das ist ein TNH. Hat einmal geschossen. Ich glaube, der fährt mit der Einzelschusskanone. Also man sieht das selten, dass die mit Doppelschusskanone fahren. Weil der doch einfach nicht so geil ist. So, der T69 erlebt gleich mal sein blaues Wunder, wenn wir ihn dann mal pennen würden. Wir haben ja sogar relativ gut Backup und die TNHs fahren zurück, da würde ich sogar mal ranfahren. Aber wenn die beiden TNHs sich da so weit zurückziehen, glaube ich irgendwie nicht, dass hier so viel Zeug ist. Samoa ist ja auch ein bisschen sehr aggressiv. Ja, das sind wir die guten 0,39 Genauigkeit. War wow, vielleicht auch ein bisschen schlecht geaimt von mir. Samoa ist im Reload. Den werden wir auch gleich einen schönen 1000er Clip reindrücken. Oder dem Obsidian, wenn er da weiter so rumdümpelt. Nee, das ist halt so das Szenario, was er haben wollt. Könnt schön die ganze Zeit safe stehen, ladet nach, drückt da einen Clip raus. Jetzt könnt ihr euch wieder safe stellen und nachladen und dann geht's weiter. Das sind genau die Szenarien, die ihr haben wollt in dem Panzer. Die Gegner können euch nicht pushen, ihr könnt immer um die Ecke fahren, einen Clip rausdrücken, nachladen und dann geht's weiter. Und im Zweifel fangt ihr euch einfach eine. Das ist mir so egal. Wenn ihr einfach so einen fetten Clip habt, ihr könnt so gut traden. Der T34 gibt euch 400, ihr gebt dem 920 ins Face. Das ist halt einfach nur fair. Das ist halt das, was der Panzer so extrem, was diesen Panzer so extrem stark macht. Ihr könnt die Gegner einfach so hart disrespekten. Ihr fangt euch einfach einen Schuss, das ist euch sowas von egal. Und dann kommt ihr um die Ecke und zack, nächste Schelle. Ich geile jetzt auch mal auf den Full AP. Weil ich gierig bin. Ich glaube, die Heavy-Ecke werden wir ja sowieso gewinnen, deswegen scheiße ich jetzt mal auf den One-Shot. Der wird so oder so sterben. Ja, und so schnell hat man mal ganz eben 3200 Schaden, ne? Das war jetzt nicht wirklich stark gespielt oder clever oder so. Wir standen halt einfach, haben nachgeladen, haben unsere 1000er Clips rausgehauen, haben einfach viel besser getradet als die Gegner und gehen dann halt mit knapp über 3000 Schaden raus. Den musste ich jetzt reinsnippen, weil der ist jetzt sowieso safe gefahren. Weil jetzt rein zu ogern wäre ein bisschen fahrlässig, wenn da oben noch eine ISO steht. Deswegen, ich lade jetzt nochmal nach. Unsere Base ist tatsächlich lost, aber ich kann jetzt auch schlecht wieder zurückfahren. Ich versuche es einfach in die Gegnerbase zu fahren, weil ich bin viel zu langsam, um da jetzt noch zurückzufahren und die kippen. Das schaffe ich einfach nicht von der Zeit. Ich kann nur darauf hoffen, dass unser Team, unser Mediums oder Lisu irgendwie einen Decap hinkriegt. Gucken, ob ich vielleicht auf den TM schießen kann. Ja. Wird eher schwierig. Wir lassen den dann mal vergammeln da unten. Soll er da rum. Rumeiern. Kann es sein, dass die ISO da steht? Ja. Er macht den, krass. Geil, der hat keinen. Oh, wichtig. Hier, da war sogar ein positiver Trade. Ich hätte nicht gedacht, dass er den Schuss in den Cupola direkt reinsetzt. Hat er wieder God-Aim gehabt in seiner ISO. Wir sind jetzt nur leider One-Shot für den Ferdinand. Ich würde jetzt einfach cappen. Ich weiß natürlich nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Da oben steht er. Das ist natürlich unangenehm jetzt für uns. Versucht den mal abzuaimen. Trickshot.
Das ist der Weak Spot. Gut, ne. Wir haben seine Kanone jetzt beschädigt. Immerhin, wir kriegen noch ein bisschen Track Damage. Aber auf die Entfernung irgendwelche Weak Spots zu treffen mit der Genauigkeit, ja, das könnt ihr halt vergessen. Ja, wenn er uns die komplette Seite zeigt, vielleicht. Ah, Oberwanne gepennt. Ich zeig das sich ja nochmal. Schade. Ja, nimm das halt raus. Ob der Chrysler jetzt aus dem Cap rausfährt, verstehe ich nicht so wirklich, weil es ist nicht so einfach, den da jetzt auszubuddeln. Ich hätte vielleicht auch nicht vorfahren sollen, da hat er mich dann doch noch gespottet. Ich hätte einfach stehen bleiben sollen, das war ein bisschen dumm. Aber naja, trotzdem ganz casual mal eben 5200 kombiniert und das war jetzt nicht mal wirklich krass gespielt oder so. Wir sind einfach durch die Heavy-Ecke durchgerommelt. Aber wir konnten, du kannst halt so viel besser traden, ne? So ein T34, den lachst du halt einfach aus. Der gibt dir einmal 400 oder 390 Alpha und du drückst dem halt einfach über 900 ins Face. Das ist halt so stark bei diesem Tank. Gerade auf so Close Combat, da macht einem keiner was vor. Und da könnt ihr selbst 9er oder teilweise sogar 10er halt ziemlich gut bekämpfen mit. Jo, das wird jetzt hier noch eine Weile dauern. Ich denke, die kriegen den gleich raus. Das sollten wir gewinnen. Und dann sehen wir uns in den Postgame-Sets. So, das Ganze haben wir noch gewonnen. 4500 Schaden, 600 Spot, also über 5000 kombinierter Damage. 5100, um genau zu sein. Kill haben wir gemacht, 1000 Block. Top Damage, 1300 Basis XP und 23.000 Credits plus gemacht und das Ganze ohne Booster, wobei angemerkt, also mit Full Premium Munition, der Tank wirft schon gut Credits ab. Würde ich sagen, wir sehen uns im letzten Game. So, wir sind auf Muro, Low Tier gegen 10er, es gibt keine Arti. Ich fahre von der Seite eher ungern in den Wald. Ich guck mal, wo meine Top-Tiers hinfahren. Ich würde ganz gerne links in die Stadt fahren, weil der Wald von der Seite ist irgendwie nicht so nice. Man hat da in der Heavy-Ecke irgendwie immer die eher schlechteren Positionen, weil man so weit innen fighten muss. Kongo fährt auch noch links, ja, dann ab in die Stadt. Gucken wir mal, ob wir ein paar Leute balancen können. Ich bin überlegen, gleich rein zu ogern. Ich bin zwar low tier. Aber die Gegner haben halt auch keine Top-Tier-Heavies, außer halt die 9er. Und die 9er sind noch nicht so schnell. Ich glaube nicht, dass ein T10 hier gleich reinrommelt. Deswegen, ich bin jetzt einfach mal so dreist. Nur mal aus der Fahrt feuern, weil, naja, müssen so oder so gleich wieder nachladen. Hat mir jetzt zwar gut was eingesteckt. Aber da es keine Arti gibt, kann man sich hier ganz gut hinstellen. Ich stehe jetzt hier auch wie ein Gott. Der Tiger will jetzt hier auch reinjodeln. Das wird ein kurzes Erlebnis für ihn. Oder hat sich nochmal anders überlegt? Naja, ist nochmal zurückgefahren. Dann kümmere ich mich erstmal ums 777. Guck, dass mir hier keiner reinschießt. Warte am besten, bis er geschossen hat. So wie jetzt. Zack. Zack. Schade. Zweite ist leider irgendwo in den Ketten hängen geblieben. Das 777 steht dort richtig schlecht. Den werden wir auf kurz oder lang einfach ausziehen. Sobald er geschossen hat, werden wir einfach pieken und halt versuchen, ihm einen Clip reinzudrücken. Der TS da jetzt auch mal piekt, dann. Jetzt hat er geschossen. Jetzt muss er auf den Cupola aimen. Das Tiger kann hier reinschießen, hätte ich nicht gedacht. Zack. Ah, er ist am Hochpieken, okay. War aber immerhin ein guter Trade, one for one. Besser ist nichts.
Der muss halt sterben, weil sonst kann ich ja nicht hochpieken, bevor der nicht tot ist. Der Tiger 2 gibt mir ein bisschen auf die Nüsse. Könnten vielleicht, ne, einen HE-Clip, weiß ich nicht. Dafür hat er vielleicht noch ein bisschen zu viel AP. Nice, sehr schön. So, jetzt können wir nämlich hochpieken. Und dem Tiger 2 mal balancen. Wenn er es schon so nett eingeschenkt hat. Können wir uns mal revanchieren. Zack, Schilder Nummer 1. Alter, die zweite gebounced. Tiger 2 ist halt aus, der spammt die ganze Zeit APCR, der hat keine Probleme uns zu pennen, der ist so ein bisschen mein Angstgegner. Ja, der Scorpion kann ja leider auch reinnehmen. Ich bin jetzt leider auch schon One-Shot für den, zumindest. Er macht mir ein bisschen Angst, der Scorpion. Ich würde ganz gerne auf den T10 schießen, aber... der aimt halt. Der ist ein bisschen lost, der aimt da gerade ins Haus, aber. Ich will es auch nicht riskieren, wenn wir rausgehen. Wie Perra will ich mir jetzt eigentlich auch keine fangen. Patriot kann ich aber halt dann auch nicht so wirklich pennen. Der Scorpion nervt, Mann. Wäre cool, wenn der mal schießen würde. Als fährt er zurück. Die 10 hat. Zack, weg damit. So, gucken, dass wir da irgendwie einen Clip machen. Da war das eine okay Runde. Die Perra steht da noch. Den können wir dann noch weglöten. Er ist noch Full AP. Leo 1 fehlt noch. Ja, gut sein, dass er hier links steht. Oder er ist AFK. Weil wenn er AFK wäre, wäre er glaube ich schon offen gewesen. Upp. Crit den Sack vielleicht. Sogar seinen Benzintank beschädigt. Beim nächsten Schuss wäre es vielleicht sogar ein Feuer gewesen. So, ich behalte den Schuss mal noch drinnen, weil ich glaube der Leo steht hier auch irgendwo. Ich glaube er steht an der Kuhle. Oder er steht da vorne, das kann auch sein. Ah ne, er ist ganz hinten, okay. Dann kriegt man nichts mehr davon ab, leider, glaube ich. Leicht nur irgendwie ein Luckshot quer über die Map, aber... Boah, wird schon schwierig. Aber denke ich trotzdem eine okay Runde. Hätten vielleicht 3K-Damage sein können. Ich hätte vielleicht auf den Tiger 2 nicht auf den Coppola aimen sollen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich kann seinen Turm doch overmatchen, aber das war kein Autopen. Hätte ich vielleicht eher auf die Wanne ziehen sollen. Aber denke ich so, mit das meiste aus der Runde rausgeholt. Für eine Low-Tier-Runde auf so einer großen Karte mit so einem Schrotflinten-Heavy, da ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Das ist halt nicht so... Das Metier von dem Tank, ne? Ist halt, wenn die Runden dann auch so schnell sind. Es liegt dem Tank halt nicht so. Große Maps, die dann auch noch sehr schnell vonstatten gehen, nicht so geil. Obwohl wir in der Heavy-Ecke eigentlich ganz gut farmen konnten, also so ist es nicht. 5800 plus gemacht. Dritter an Schaden im Low-Tier-Game. 2600 Damage gemacht, ein Kill. Bisschen Spot. War eine okay Runde, aber jetzt auch nicht mega geil. Aber ne, ihr seht schon, ich spam mir die ganze Zeit Full Premium ohne Booster und ich mache halt trotzdem Plus. das ist halt schon geil. Das ist halt wirklich so, kannst einfach Braindead die ganze Zeit die Premium AP ballern und gehst halt trotzdem mit Plus raus. Das ist halt schon sehr fair. Sehen auch hier in der, das ist noch von meiner Gunmark Session. Könnt den Tank auch ohne Probleme auf über 3000 Durchschnittsschaden fahren. Und so
ich sag mal so, für einen 8er Panzer sind eigentlich 3000 Durchschnittsschaden schon sehr gut. Also, wenn er mit einem 8er Panzer schon so über 3000 Schaden fahren könnt, dann ist es in der Regel schon sehr, sehr gut performender Panzer. Also, das kriegen nicht so viele hin. Das sind eher sowas wie Su 130 PM Scorpion, 703 ist vielleicht noch so ein 3K-Panzer oder ein Renegade. Aber dann hört es auch schon auf, weil das ist schon so ein Kriterium. Den meisten Panzern fährt man so 2,5. Und alles so über 3000 ist schon Tanks, wo man sagen kann, wow, die sind schon sehr gut. Weil wenn ich mit einem Panzer über 3000 fahre, dann muss der Tank schon sehr exorbitant krass sein, weil ich fahre jetzt auch nicht mit jedem Tank 3K, vor allem nicht auf einem 8er. Das kriege ich nicht mit so vielen hin. Also wenn ich damit schon 3K hinkriege, dann heißt das schon was. muss man auch ehrlich sein. Also der Tank, ich denke, wenn du einen richtig, richtig kranken Spieler reinsetzt, ich glaube, der kriegt das sogar hin, 3500. Vielleicht sogar, wenn der richtig gute Tag ist und du eine richtig gute Session hast, kannst du wahrscheinlich sogar mit 4000 Durchschnittsschaden fahren. Das würde ich auch gar nicht mehr für unrealistisch halten, einfach weil der Tank absolut großes Potenzial hat mit diesem fetten Clip und dieser absolut kranken Trading-Potenzial. Ich denke, da ist noch sehr viel mehr nach oben drin, wenn man noch einen krasseren Spieler reinsetzt. So ein Ducky oder sowas, oder ein Scorpiani vielleicht irgendwie, oder ein Scatter. Die kriegen das vielleicht auch hin, 4000 Schaden auf dem Panzer zu fahren, würde mich auch nicht wundern. Das ist ja quasi fast ein 9er Tank, wenn wir mal ehrlich sind. Also es ist schon eine sehr faire Mühle, ist auch sehr teuer, also 44 Euro oder 45 Euro, wie viel er gekostet hat, ist schon sehr happig, allerdings kriegt man auch mit das Beste auf Tierstufe 8, neben dem BZ, was man halt kriegen kann, wenn wir mal ehrlich sind. Eigentlich ist es schon ein 9er Tank auf Stufe 8. Also es ist schon ein sehr faires Gerät, und mit dem man auch richtig, richtig gut Credits farmen kann. Kann die ganze Zeit Premium spammen, macht trotzdem immer sein Plus, und es ist schon sehr fair. Ist schon ein sehr faires Gerät. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zum kleinen Heavy-Tutorial. Wurde sich im Stream gewünscht. Versuche ich natürlich umzusetzen. Könnt auch immer, wenn ihr Vorschläge habt oder bestimmte Guides haben wollt, oder ich bin auch überlegen, vielleicht auf meinem zweiten Account so eine Art Light-Guide zu machen. Ich bin mir noch unsicher, welche Reihe, aber vielleicht so ein Free-to-Play-Grind auf dem Light-Panzer. Will ich auch noch mal überlegen. Falls euch sowas interessiert, lasst mich das gerne wissen. Oder falls ihr noch andere Anliegen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lese mir das immer fein durch. Und wir sehen uns dann morgen. Wir schon reingehauen, euer Jodel und tschüssi.